Willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei den Spielkindern. Ich bin Dennis und wir spielen Nobody Wants to Die. Oder wie ich es nenne, ihr habt wohl noch nicht mich Montag früh, wenn der Wecker klingelt, erlebt. Das ist ein narratives Spiel, so wie ich verstehe, es ist am ehesten sowas wie ein Adventure. Nur eben in hübscher 3D-Grafik. Es ist aufgefallen in den letzten Wochen und Monaten durch seine, eben diese Optik, als es vorgestellt wurde vor ein paar Monaten zum ersten Mal, haben alle gesagt, Moment mal, was ist das denn für ein Spiel? Das sieht ja mega hübsch aus. Das ist Unreal Engine 5, soweit ich weiß. Und das sieht man wohl auch. Genau, was ist es? Wie gesagt, ein Adventure. Wird wohl irgendwo im Bereich Rätsel, Walking Simulator, irgendwas in dem Bereich liegen. Ich spiele ja ganz gerne mal hier ein Adventure hin und wieder. Und gerade Detektivspiele haben es mir sehr angetan. Ihr habt ja in den letzten ein, zwei Jahren relativ viele Detektivspiele gesehen. Jetzt gerade parallel läuft auch noch Ghost Trick Phantom Detective hier im Kanal. Also wenn euch Detektivspiele interessieren, dann ist das Richtige für euch. Vor allen Dingen ist das sehr lustig. Ich nehme an, dass Nobody Wants to Die ein ernstes Spiel ist. Das wird also vermutlich nicht so viele Lacher geben wie Ghost Trick. Genau, woran orientiert sich das? Das ist ein Noir-Spiel, umso besser. Ich liebe die Film-Noir-Zeit. Der beste Film-Noir aller Zeiten ist natürlich Blade Runner, was komisch ist, weil der lange nicht aus der Zeit stammt, sondern 40 Jahre später entstanden ist. Eigentlich ist der Film-Noir eher so 40er bis, sag mal, frühe 60er Jahre, vor allen Dingen 40er, 50er Jahre, viele Filme entstanden. Der dritte Mann zum Beispiel ist sehr, sehr... berühmter Film, würde ich sagen. Eiskalte Engel fällt mir noch ein. Also der von damals. Dann gibt's noch, was ist noch? Die Spur des Falken zum Beispiel mit Humphrey Bogart. Sicherlich einer der coolsten. Den habe ich schon mehrmals gesehen. Das ist einfach ein toller Film. Das ist diese Zeit, die immer parodiert wird. In allen möglichen Serien und so. Wenn dann der Detektiv im Trenchcoat in seinem abgerockten Büro sitzt und eine Zigarre raucht und Whisky trinkt und sagt, es war ein heißer Sommernachmittag und ich hatte nichts zu tun. Und dann klopfte sie an die Tür, kam rein und hatte den Auftrag meines Lebens für mich. So diese Detektivgeschichten, das ist immer, nicht immer, aber das ist oft, die Vorlagen dafür sind oft Film-Noir. Genau, und moderne Beispiele sind eben sowas wie Blade Runner oder 2046, ein toller... Ist das ein Hongkong-Film, also ein chinesischer Film? Oder auch L.A. Confidential, auch schon wieder ein bisschen älter, aber mit Russell Crowe und so, also auch ein toller Film. Genau. So, wir starten jetzt mal hier rein. Das gesamte Szenario erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Altered Carbon, falls euch die Serie oder die Bücher was sagen. Das ist ja auch eine Detektivgeschichte in der ersten Staffel, beziehungsweise im ersten Buch. In so einer, bisschen so einer... Cyberpunk-Noir-Ästhetik, also mal gucken, ob das in die Richtung geht. So, genug geredet, jetzt geht's los mit dem Spiel. Wahrscheinlich werde ich öfter mal schweigen, weil Story und so. Plagued by sickness, haunted by your own looming mortality? Not anymore. Now there's Icaret. A technological miracle that lets us transfer consciousness from one body to another. That's right. Humanity's wildest dream has been fulfilled. The dream of immortality. Now, when sickness or old age starts dragging you down, you can bid on a brand new body at your local government auction house. Give yourself and your loved ones a new lease on life. And don't forget, the body subscription service is mandatory for all citizens 21 and older. So protect your investment. Always avoid illicit substances. Never skip any mandated shell inspections. And prioritize your well-being, physical, psychological, and especially financial. Any lapsed subscription payments will result in your body being submitted to a bailiff auction. And remember, any and all violations will be prosecuted by the Department of Mortality. Das Department of Mortality. Wow, okay. Ja, das Spiel ist hübsch. That's not the point.
Nein, weiß ich nicht, wer. And at least tell me what's going on. Just watch, okay? This is the best part. Ray's questioning the suspect. And when are you gonna question me? You want me to question you? Don't you want to? Should I handcuff you? We always handcuff suspects. I think you'd better. Sounds dangerous. I'm always dangerous. Too bad you didn't warn me before we got married. Would that have changed your mind? Das ist seine Frau. Das macht es deutlich weniger aufregend, ehrlich gesagt. Ich dachte, jetzt ist eine schöne Unbekannte, die mit mir im Auto sitzt, die ich gerade irgendwo aufgegabelt habe. If it had, where do you think we'd be now? I don't know. Maybe I wouldn't have. Huh? Was kommt jetzt? Okay, wir haben schlimme physiologische, medizinische Probleme, die sich nur durch Medikamente und Alkohol lösen lassen. Und unsere Frau ist auch nicht mehr auf dem Beifahrersitz, also ist sie vermutlich nicht mehr bei uns. Könnte was mit seinen Problemen zu tun haben. All units code 305, prohibition violation at intersection of... Breaking news. The president today signed into law a controversial bill reducing the age limit for free body subscriptions, despite earlier promises to the contrary. Fucking politics. Okay. Also wir kommen erstmal an, würde ich sagen. Wir sind jetzt hier in einem Auto und achso, bevor ich hier mit Ermitteln einsteige. Kurzer Hinweis, wenn das mit dem Ton noch nicht richtig ist, wenn ich zu laut bin, zu leise im Vergleich zum Spiel, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich werde jetzt erstmal ein, zwei Folgen aufnehmen und dann mal abwarten, was ihr sagt. Mir das auch selber natürlich mal angucken, wenn ich das Video dann hochlade. Und das versuchen zu optimieren. Das ist immer nicht so ganz einfach bei storylastigen, dialoglastigen Spielen, wo ich dann ja auch noch irgendwie drüber quatsche. Man soll ja beides irgendwie auch hören können. Mich und das Spiel. So, also wir sind jetzt in einem Autokino, würde ich sagen. Oder zumindest, ja, das sieht ja nach Autokino aus. Wir hatten unsere Frau eben neben uns sitzen, vermutlich verstorben, nehme ich an. Das wäre typisch für so einen abgewrackten alten irgendwie Polizisten oder Detektiv. Er wirkt jetzt so ein bisschen wie Polizist. Scheinbar im Radio hieß es gerade Prohibition, also vermutlich Alkoholprohibition. Auch hier würde erklären, warum hier Moonshine auf dem Etikett steht, was irgendwie weird ist, weil die Flasche sieht verdammt professionell aus. Moonshine ist ja eigentlich bei Nacht und Nebel gebrannt, sozusagen, deswegen heißt der ja Mondschein-Schnaps. Der wurde während der Prohibition eben in illegalen Destillen gebrannt, sozusagen in der Nacht, um nicht erwischt zu werden, meistens dann eben in irgendwelche Flaschen gefüllt und am nächsten Tag verscherbelt. Das sieht hier sehr professionell aus. Könnte aber natürlich trotzdem Moonshine sein. Übrigens sehr schöne Whisky-Physik hier in der Flasche. Ja? Schwappt hin und her, so muss das sein. So, was steht in der Zeitung? Die große Geste eines großen Mannes, Edward Green, sponsert die Ausstellung im Central Park. An diesem Freitag wird der Central Park mit Schätzen aus dem alten Kontinent gefüllt sein. Der Eintritt ist für alle Bürgerinnen und Bürger New York Citys frei. Dies ist der Großzügigkeit des populären Politikers und Philanthropen Edward Green zu verdanken. Erfahren Sie mehr auf Seite 3 bis 5. Ich nehme an, mit dem werden wir noch zu tun haben, sonst würde der hier nicht so erwähnt werden. Merkt euch also schon mal den bekannten Politiker Edward Green. Krise, Erlass oder Einspruch. Der Kongress will nicht von dem kontroversen Gesetzesentwurf abrücken, der das Alter zur gebührenfreien Körpernutzung von 21 auf 20 Jahren absenkt. Der Präsident will alle Optionen in Erwägung ziehen, hat aber kein Veto ausgesprochen. Aha, also wir haben hier ein ähnliches Thema, wie es auch schon der Film In Time, der insgesamt ziemlich schlecht ist, aber der eine interessante Idee aufmacht, abbildet. Da ist ja, das ist der Film mit Justin Timberlake in der Hauptrolle.
der nicht besonders gut schauspielern kann, aber gut, was soll's. Darum soll's hier nicht gehen. Nämlich, dass man bis zu einem gewissen Alter quasi kostenlos auf der Welt lebt. Und ab einem gewissen Alter muss man sich sein Leben verdienen. Aber nicht so, wie wir das machen, indem wir arbeiten gehen und dann Essen davon kaufen und eine Wohnung bezahlen oder ein Haus. Sondern man muss wirklich seinen Körper, das Recht zu existieren, also auf der basicsten Ebene, die es gibt, muss man bezahlen. Weil in Time musste man eben sich Lebenszeit kaufen. Wenn man das nicht mehr konnte, stirbt man sofort, also wenn die Zeit runtertickt, die man hat. Hier scheint es so zu sein, dass man ja sein Bewusstsein von einem Körper in den anderen transferieren kann. Und sobald man 21 wird und jetzt zukünftig dann scheint es sich ändern auf 20, bis man 21 ist, darf man in seinem Körper einfach leben, in dem man geboren ist. Und danach muss man für diesen Körper monatliche Gebühren bezahlen. Also wirklich an den Staat quasi, so verstehe ich das, eine Steuer, eine Körpersteuer von $100 pro Monat oder so, damit man seinen Körper behalten darf. Und wenn man das nicht mehr bezahlen kann, dann wird das Bewusstsein, vermute ich mal, irgendwo gespeichert und der Körper an jemand anders gegeben. Und das eigene Bewusstsein äthert dann in irgendeinem Festplattenspeicher irgendwo in einem Lagerhaus rum, weil man sich ja seinen Körper nicht mehr leisten konnte. Das erinnert auch ein bisschen an Altered Carbon, wo ja Verbrecher ihre Körper abgenommen bekommen. Wenn sie ins Gefängnis gesteckt werden, wird nur ihr Bewusstsein ins Gefängnis gesteckt und ihre Körper werden derweil für alte Leute zum Beispiel benutzt, die dann eben nochmal wieder länger leben können. Also die dann nochmal wieder einen jungen Körper bekommen. So. Skandal im TV. Verlässt Drake Star etwa die Tage des ewigen Lebens? Nein, das kann nicht sein. Die herzzerreißende Geschichte hinter dieser Entscheidung. Ein moralischer Skandal und ein Körper, in dem er sich nicht wie er selbst fühlt. Also vieles in dieser Welt dreht sich scheinbar um dieses Thema, sich in seinem Körper wie man selbst zu fühlen. Was ja auch in den letzten Jahren ein immer häufigeres Thema in unserer Welt geworden ist. Es ist halt einfach häufiger in der Diskussion, das Thema Transsexualität zum Beispiel auch. Ja. Das ganze Thema sexuelle Identität ist nun mal einfach ein wichtiges gesellschaftliches Thema, das sich einfach mehr verbreitet hat in den letzten Jahren, wo mehr darüber geredet wird, was enttabuisiert wurde. Das gab's schon immer, schon vor Jahrhunderten haben Menschen sich in ihrem Körper nicht wohlgefühlt, aber sie hatten keine Öffentlichkeit und kein Vokabular, um darüber zu reden. Heute gibt's das alles, deswegen ist das hier eine schöne Metapher, sage ich mal, für diese Themen. Man kann da viel mit erzählen, das sieht man ja auch schon bei Altered Carbon. Mir ist aufgefallen, hier hießen die Körper Shell, was wieder eine Anspielung ist oder eine Anlehnung an Ghost in the Shell, also an den Anime, beziehungsweise Manga und auch Realfilmen. Gibt ja die sehr schlechte Verfilmung mit Scarlett Johansson, wo ja die Körper, in denen das Bewusstsein lebt, auch als Hülle, als Shell bezeichnet werden. Bei Altered Carbon war es der Sleeve, also wie heißt das dann, Ärmel, den man sich überstreift. Naja. Der Wetterdienst sagt eine moderate Luftverschmutzung voraus, es gelten die Standardverfahren zur Dekontaminierung. Also bei moderater Luftverschmutzung muss man dekontaminiert werden. Das sagt euch einiges darüber, wie scheiße die Luft ist in dieser Welt. Regenschauer, leichte Gewitter, 14 bis 17 Grad Celsius. Ja, also Regenschauer erwarte ich ja mal fest, Leute. Es ist schließlich noir, da muss es regnen. Ja. So, was ist das? Last opened vor exakt 0 Minuten. Was ist das? Ambrosia. Müssen wir noch rauskriegen, was das genau ist. It used to give a bigger kick. Okay, für alle Körper 80 Pillen drin. Was ist die Frage? A balanced compound, necessary minerals, ingredients. Das ist ein Mittel, was die Synchronisationssymptome bekämpfen soll. Es scheint also Symptome zu geben. So ein bisschen wie wenn man einen Transplant bekommt. Also wie heißt das? Ein transplantiertes Organ. Dass man Medikamente nehmen muss, damit der Körper das nicht abstößt. Ready to get back in the saddle, Chief? I sent you the papers. Oh, I know. I'm looking at them. Did you hear this? Fuck! What are you... Don't tear them up! Fuck! The accident was barely 2 weeks ago. Look, the committee already thought you were a hot mess. Trying to come back this soon.
That's just got him convinced. You know, fucking medical miracle, James. I've been in this department for half a century. It'd be a whole century if you counted all that overtime. All that off-the-books overtime? Bet the committee would love to get a earful of that. Damn you, Kara. Come on, Chief. You gotta let me come back. My hands are tied. Officially. Yeah? So unofficially, I'm all ears. Political case. Discreet. I'm listening. You'd be doing a favor for a guy whose signature trumps every test and commission out there. Aber? Why do I feel like there's a but coming? Because you're fucking difficult. Also, without your sync tests, can't get you back in the system. So I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. A babysitter? Fucking hell. You asked for it, Sunshine. Das hatte er schon geplant. Jetzt bekommen wir eine Partnerin. Das ist auch ein klassisches Thema immer in diesen Noir-Geschichten, dass so der alte, abgewrackte Cop kriegt eine junge Person irgendwie an die Seite gestellt, einen jungen Mann oder eine junge Frau, die sie dann unterstützen sozusagen. Okay, coole Kanone, sieht echt ziemlich sexy aus. Mit diesen Gravuren und diesen Mustern da drauf. Schöne Kanone. Genau, also eine junge Begleiter, der sie sozusagen darauf hinweist, dass ihre alten Methoden eben vielleicht doch überholt sind und dass sie doch nochmal was dazulernen sollten, vielleicht so langsam. New York Hellhounds, die Baseballer. Hier in New York. Oh, können wir das Fenster aufmachen? What the fucking lock. Mein Gott, wie geil sieht dieses Spiel aus. Also diese... Oh. That's for the brave new world. So immersive you could drown. But of course drowning is forbidden. Blocked like any other exit from paradise. Und mit fetten Hologrammen. James? Cara? No, wie bei Blade Runner. No way. Forget it. Die hat auch keinen Bock da drauf. James. Sarah Cott. Sarah. James Carroll. Let me go pull some strings. Back in a... He dropped us into some bullshit, didn't he? And I had such good stats up to now. Crap. Yeah, I'm fucking thrilled to be working with you, too. What can I say? Your reputation precedes you, especially after you fucked up half the city with that train. Ich erinnere mich kaum. I don't remember much about the accident. People tell me it was kind of a spectacle. You don't remember. So, what, you haven't synchronized yet? I'm in sync like a fucking Swiss watch, okay? Don't piss in my ear and tell me it's raining. Okay, I'm back. Don't piss in my ear and tell me it's raining. Das ist gut. Die hat gute Sprüche, die Frau. Sarah ist mir sympathisch. Listen, he's a good cop. Just keep an eye on him, okay? Steiner out. All right, let's get the show on the road. I need the address of the nearest post office. Fine. Darf ich mich jetzt auch mal wieder zurück ins Auto lehnen, oder was? Ah, ich darf mich hier noch ein bisschen umgucken. That girl in the hat overshadows more and more of the city, doesn't she? Sorry? Well, the one from the body auction ad? I haven't seen it. How could you not see it? It's on every goddamn corner. Looks like TS-45-7. You're in Times Square? This is the last place they play good old-fashioned crime stories. Yeah. You like watching how the cops used to do it? Detectives, not cops. Big difference. I'll take your word for it. Okay, movie buff. Go for the package. Platform 53D, Terminal 3. Okay, auf zur Post. Wir kriegen noch ein Paket, aber was da drin ist, wissen wir noch nicht so ganz genau. Was ist jetzt hier? Motor anlassen. Motor lässt man da oben an? What the fuck? Okay, der Klassiker, Schwebeauto durch die Blade Runner Cyberpunk Stadt. Purple Nurple. Wisst ihr, was ein Purple Nurple ist? Schreibt's in die Kommentare. It's better than inactivity. An alternative to focusing on the symptoms. The memories. I'm 120 years old. And I don't have any strength left to keep
recalling the past. Ah, die Stimmung, die Atmosphäre ist ja wirklich zum Schneiden, Leute. Ich glaube, ich und Nobody Wants to Die, wir wären gute Freunde. Ich habe das Gefühl, das ist das richtige Spiel für mich. Mein Gott, ich liebe das einfach so sehr. Diese Stimmung, diese melancholische. Früher war es irgendwie besser, aber so richtig warum, weiß ich auch nicht. Ich war vielleicht glücklicher, keine Ahnung, die Welt war noch nicht ganz so abgefuckt. Diese Stimmung, ohne dass man es genau benennen kann, ja, die trage ich auch in mir. Und in solchen Filmen und Spielen und Geschichten allgemein. Wenn man das dann da so miterlebt, dann, keine Ahnung. Irgendwie fühlt man sich da dann doch ein bisschen lebendiger. Hey, people love me. That's just how it is. I want you to understand, I'm in the home stretch for a fat promotion. I've been working my ass off, so I can't afford any mistakes right now. And, you know, you're sort of notorious. Sie sind ein wandelnder Fehler. Me? Oh, come on. Everybody knows you don't give two greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally, okay? Sorry, can't hear you over all the noise. Great. Real mature. Na komm, ich trinke mal keinen Alkohol. Sie hat mich so weit überzeugt, dass ich zumindest geduldig warte, bis ich dran bin. Hä, wieso fliegt der jetzt einfach weiter? Wollte der kein Paket holen oder was? Hä, was? Ist nicht hier links die Paketabholstelle oder was das jetzt hier ist? Ach so, nee, das ist da hinten um die Ecke oder was? Ja, okay. Da will ich nichts gesagt haben. Ist das hier sowas wie... Man muss sich sein Amazon-Paket selber holen oder was? Man muss jeder einzeln aussteigen oder was? Oh. Kann da nicht einer stehen, der einem die Dinger reinreicht? Dann kann man schnell weiterfliegen? Was? Das ist mega... Bleibe ich jetzt hier auch eine Weile stehen? Hinter mir ist ja keiner. Ich habe ja Zeit. Guck ich mir noch ein bisschen um. Remember to send. Ja. Erinnert euch mal, dass ihr das abschicken wolltet. Wenn irgendwas mit den Untertiteln nicht richtig ist oder so, ihr sagt, sie sollen irgendwie schöner sein, dann sagt mal Bescheid. Ich glaube, man kann die auch noch größer stellen, aber ich hoffe, das ist okay so. Ich habe jetzt deutsche Untertitel gemacht. Für alle, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind. Ich lese mir die gar nicht so richtig durch, weil ich höre mir einfach das Englische, die englischen Dialoge an. Aber ich versuche es euch so schön wie möglich zu machen. Sagt Bescheid. Deswegen übersetze ich jetzt auch nicht, was die sagen, ne? Also ihr müsst dann schon, wenn ihr das Englische nicht versteht, dann mitlesen. Auction every day, every Friday. Okay, also immer freitags werden die neuen Körper versteigert. James Kara 77112P. Kara ist ein komischer Nachname irgendwie. Also ungewöhnlich. Enter badge number. 984. No authorization. Shit. Sarah, I need access. Oh, right. Enter my number. 116-739. Thanks. 116-739. Thank you. The package is on its way. Aber die Badge Number, die stimmt doch jetzt überhaupt nicht überein mit seinen Namen und so. Ist doch von ihr die Markennummer. So, gut. Darf ich jetzt nicht ins Paket gucken oder was? Muss ich ja erstmal wieder einsteigen. Na gut. Zurück in die Schwebekarre. Wie geil, dass dieses Spiel einfach aus dem Nichts gekommen ist. Das wurde vor ein paar Monaten aus dem Nichts heraus angekündigt. So, ja, hier, neues Spiel. Sieht übrigens mega geil aus und ist der Traum eines jeden Film-Noir-Fans und Blade Runner-Cyberpunk-Fans. Bitteschön. Kommt übrigens auch schon in paar Monaten. Wie geil ist das denn? Ich meine, was für eine coole Aktion. Bisschen cooler, ehrlich gesagt, als Elder Scrolls 6 ankündigen und danach irgendwie 8 Jahre lang nichts. So, ja, gut. Das habt ihr super gemacht, Bethesda. So, darf ich mir jetzt angucken, was hier im Paket ist? Ich hoffe, es ist was Cooles.
Badge. I missed carrying this lousy scrap of metal. Just don't abuse it, yeah? Remember, you're not reinstated yet. No worries. Ein bisschen Abuse, mein Gott. Das kann schon mal passieren. Confidential and will be automatically destroyed after reading. Select a section to read the files. Okay, dann finden wir doch mal raus, was eigentlich unser Auftrag ist. Habe ich nicht gesagt? Saw it on the news earlier. Oh yeah, I heard about that. Let me look it up. Yep, it's supposed to be in a few days. He'll have to get back on his feet pretty damn fast then. Okay, Green Edward. Oh, shit. Sarah? You okay? Shit! Oh, I'm reading up on Green. Holy fuck, you know who this guy is? Getting cold feet. Ja, bekannter Politiker, soweit wir wissen. No, I'm good. What are we supposed to do? Ja, vermutlich wurde er angegriffen oder sowas. We get in, pull the Icarite, and deliver to the Consciousness Transmission Center. No sweat. You're telling me the Covenant Chief, the guy who used to be the Secretary of Health, his Icarite's just lying around in a dead body? Fucking hell! Why isn't this going through official channels? Wir verhindern den Skandal. Na, wahrscheinlich wurde er... Also, wahrscheinlich gab es einen Anschlag auf ihn, so verstehe ich das jetzt. Und das ist ja normalerweise egal, ehrlich gesagt, weil das, was eigentlich das Leben des Menschen ausmacht, hier ist ja quasi der USB-Stick, der irgendwo in seinem Kopf steckt, also das Icarite, das, was das eigentlich den Menschen ausmacht, das kann halt jederzeit ausgestöpselt werden, in einen neuen Körper reingepflanzt werden. Also es ist nicht schlimm, wenn jetzt ein Anschlag auf den passiert ist und der halt irgendwie, keine Ahnung, 5 Schusswunden in der Brust hat, ist völlig wurscht. Nimmt man einfach das Gehirn raus und packt es in den nächsten Körper sozusagen. Aber wahrscheinlich soll einfach nicht bekannt werden, dass ein Anschlag auf ihn verübt wurde. Das heißt, wir müssen unter der Hand jetzt sein Bewusstsein da rausholen und in einen neuen Körper packen, ohne dass es irgendjemand merkt. Aber würde der neue Körper nicht anders aussehen als der alte? Er kann ja immer noch sagen, ja, ich bin einfach umgezogen. Das scheint ja normal zu sein. You know what could happen if the Icarite of a guy like Green fell into the wrong hands? Fewer people know about it, the better. The atmosphere's tense because of this bill to reduce free body subscriptions. Exactly. Look on the bright side. I'm betting Green's gratitude hits the gas on that dream promotion of yours. Auf jeden Fall. Fifth Avenue, top floor. Looks like it's Green's own apartment. You'll get a chance to see the wannabe Olympus with your own eyes. Wanna tag along? No. I'm not authorized for field work. You don't leave the house much, do you? What kind of question is that? I'm just connecting dots. You haven't seen the ad that is literally everywhere. And you don't want to come with me. I already told you. That's because it's against the rules. And stop detective baiting me or whatever the hell you detective baiting. Sure. You're right. Not my business. I'll respect your space. Thanks. I appreciate it. All right, I'm all up to speed. Then let's get on with it. Attention, documentation will be automatically destroyed. Sollte ich besser weglegen, oder? James, I know you're not reinstated yet, but have you recovered from the accident? Like, mentally, I mean? Are you looking out for me or for yourself? For both of us. We're in the same boat, right? Listen, you just kick back and put your feet up, all right? You've got nothing to worry about. I'll ping you when I get there. Car out. Ja. Also, mental ist er komplett wieder auf dem Dampfer. Läuft. James ist fit wie ein Turnschuh. Okay, also wir haben eine Schreibtischtäterin, die jetzt uns im Ohr hängt die ganze Zeit. Das kann ja lustig werden. Die vor allen Dingen als Polizistin nichts von Detektiverei hält. So, I took this job. I'd take any job at that point. Even though political cases fester like rust-laced wounds. I was off to hang out with high society.
of which I always had a low opinion. Maybe because it consisted mostly of low people. So ist das leider auch in unserer Welt. Die High Society ist leider sehr reich an very low people. Heißt die Society nur, weil sie in Penthäusern wohnt. Weit oben war die Luft so rein, dass ich fast erstickte an der vielen frischen Luft. Ja, wenn man es nicht anders gewohnt ist, als immer im Smog zu leben. Na gut, ich würde sagen, was sich in der Fifth Avenue hier für einen Tatort, was hier auf uns wartet, das sehen wir nächste Folge. Jetzt machen wir eine Pause. Was haltet ihr von Nobody Wants to Die? Habt ihr Bock auf so ein Spiel? Habt ihr irgendeine Vorgeschichte? Mögt ihr, also eine Vorgeschichte mit Film Noir, mit Filmen und Spielen dieser Art? Interessiert euch sowas? Oder wie fandet ihr Altered Carbon? Habt ihr das gesehen? War ja doch relativ groß bei Netflix vor ein paar Jahren. Die erste Staffel zumindest. Die zweite war da nicht mehr so doll. Es erinnert mich alles sehr an die erste Staffel von Altered Carbon. Ein reicher Typ stirbt und in einer Welt, in der Sterben eigentlich kein Problem ist, aber er beauftragt einen trotzdem sozusagen zu ermitteln, was passiert ist. Ja, sagt doch mal, was haltet ihr davon? Habt ihr Bock auf das Spiel oder interessiert euch das null? Warum guckt ihr es dann? Nein, alles in Ordnung. Schaut weiter zu, auch wenn es euch nicht so interessiert. Vielleicht kann ich es ja interessant machen durch ein bisschen Hintergrundinfos und Kommentare. Ich habe halt relativ viel Erfahrung mit dem Genre Film Noir und Detektivgeschichten lese und konsumiere ich auch sehr gerne. Also vielleicht habe ich da die ein oder andere Anspielung, die ich erkenne. Oder auch nicht. Mal schauen. Gut, Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.